Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde Evolve. Heute mal mit ganz vielen Leuten, mit den Porkshops und dem Dalukat. Jo, jo, jo. Hallo. 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 Wir haben heute was ganz Tolles vor, wie ihr bestimmt schon im Titel sehen könnt. Was Großartiges. Was Gigantisches. Wir haben den Sacred Rubber Sapling, den wir genau hier hinsetzen. Genau in die Mitte. Oder unter die Inseln vom Norob. Oder in die Pyramide vom Balui. Oder in die Butze vom Sipst. Ich von weiß euch? Nicht. Schreibt jetzt in die Kommentare. Wäre auch witzig. Der Insel, das wäre ziemlich witzig. Vor allem, dann, vielleicht ist er dann oben auf dem Baum drauf. Ja, wo wollten wir denn jetzt hin? Da hinten in die Ecke, oder? Nach welche Osten, Ecke? Oder? Sprich. X1100 und Z905. Kommt einfach mal den Weg entlang. Hier wohnt gar keiner an der Langstraße. Also, seid ihr euch denn sicher, dass das sicher weit weg genug ist? Ja, ja, es passt schon. Also wir haben vorsichtig noch ein Backup gemacht. Backup. Also nachher auch zu nah dran. GG. Du hast ja ohne Fragen dann jetzt mal bei uns den Weg hingebaut. War aber sehr löblich. Hey, nein, danke. Hey, ich habe ihn ich hab Peter darauf angesprochen. Ja, und er hat sogar ich habe ihn sogar markiert, wo er lang Schablone gemacht. Uiuiuiuiui. Oh. So weit so. Weg, der kann auch gar nicht so groß sein. Hier dachten wir. Sicherheit, ja. Sicherheit geht vor. Ich lache gleich, ne, wenn das immer noch in die Stadt reingeht. Können wir den Baum einmal wegmachen groß, hier? Kann ein Baum gar nicht. Ja, genau, lass mal hier die Ebene planieren hier, also einmal die Bäume wegreißen. Junge, 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 nicht mal ein Bandmaß halten könnt ihr. Und denkt dran, Kranplätze müssen verdichtet werden, ja? So, wo jetzt hier? Ja, erstmal Bäume wegreißen. Ja, okay, das ist jetzt fast schon wieder zu weit weg. Nein. Bist du weit weg? Doch, ja, sicher, weg. Oder? Ja, dann hier rechts oben auf dem Berg, auf dem Schneeberg drauf. Oh, ich habe gerade schon einen Blumentopf gebaut, okay. Oh, was denn jetzt? Hier oben dann, auf den Schneeberg. Was ist das denn? Da oben auf den Schneeberg? Ja, dann, okay. Ja, aber dann ist es mega hoch. Ja, ist doch gut. Sehen wir den denn dann bestimmt, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich geht's jetzt doch schief. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann aber nicht passieren, dass der dann irgendwie abgeschnitten wird wegen Baugrenze. Nö, das ist doch 255 oder so. Das wäre aber auch ärgerlich. Die Krone fehlt komplett. Ich wollte gerade sagen, das wollen wir nicht. Aber nur einen Stamm. Einen leckeren Stamm haben wir dann, so. A Stammel? Wer macht denn Bone Meal drauf? Ich. Was passiert eigentlich mit dem, der das Bone Meal macht? Keine Ahnung. Was passiert eigentlich das mit sehen dem? Wir dann. So, reicht das? Ich hab nichts Wertvolles dabei. Ey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Auf welche? Da willst du ihn pflanzen. Gib mir mal das Bone Meal. So. Ich dachte, da drüben wolltet ihr hin. Ja, schön. Schon mal das Bone Meal. Ist schon mal gut, ne? Gib mir das Bone Meal, Mister. Bone Meal? Sicherheitsabstand nehmen. So, warte. Erstmal den Sapling angucken. Ja. Ja. Er sieht wieder ganz normal aus, ne? Sieht ganz normal aus. So, ja. Jetzt Sicherheitsabstand, bitte. Ja, was ist denn der Sicherheitsabstand, um sicher zu sein? Flieht. Am besten in eine andere Dimension, habe ich gehört. Ja, also, ich mach jetzt, ne? Ja. Go for it. Okay, das ist der Name. Er hat uns verarscht! Wow! Ich wollte euch nur mal den Unterschied schon mal zeigen. Das ist der normale. So. Bauen wir jetzt auch erstmal einen größeren Blumentopf? Ja, der Blumentopf muss schon 30 Blöcke haben. Nein, Quatsch. Warte. Ich glaube, da frisst sich einfach überall alles wenn drüber. Wenn der Blumentopf so, 30 Blöcke war, dann glaube ich dran. Das ist der richtige. Das ist jetzt das wirklich der richtige? Ja, fliegt. Ja, fliegt weg. Fliegt weg. Bereit? Ich komme gerade vor wie so ein Atomwissenschaftler. Der gleich eine Atombombe ausklingt. Wo schalten wir nochmal Wolken aus? Das nervt gerade. Ah, so. Bereit? Ja. Ich bin voll aufgeregt. Er wächst nicht. Das ist der Server. Der Schatten breitet sich bei mir gerade aus. In der Mitte wäre der schön gewesen. Mein Treiber. Däum heult nur wegen deinem Treiber. Ich glaube, meine Karte denkt, ich muss mal auf mein den Haus bauen. Ist komplett im Schatten. Dein Haus? Es geht bis zur Stadtgrenze. Echt? Also, ich will dafür nicht kommen stehen. Weit ist es gar nicht. Wo ist dein Haus? Peter, wir müssen das Fundament von dem noch ein bisschen fetter machen. Hier, mach mal Screenshot. Ah, nee, es kommt fast bis zur Pyramide. Nein, es geht nur fast bis zur Pyramide. Nein, aber das sieht ganz nett aus. Ich finde, der sieht episch aus. Der Mana-Baum, Alter. Der Mana-Baum.
Wir haben ja eine kleine Rezeptur angebaut. Der ist echt geil. Aber mein Blumentopf ist gut, oder? Ja. Aber es lädt erst mal eine halbe Ewigkeit. Wir müssen das Fundament von dem noch ein bisschen, ich glaube, festern. Also ein bisschen wie... Ja, nicht, der steht auf die Stummel gerade. Der steht halt gerade auf so einem Stummel. So, Mann, wir spielen jetzt ein Spiel. Kann man durch die Baumkrone hindurchfliegen? Ja, komm ich hier raus? Ja, aber wir laden die Chance alle nicht mehr. Ja, vor allem das Lightning lädt da ja auch die ganze Zeit nach. Alter, dieser Baum. Kommt mal oben in die Mitte, das sieht komisch aus. Ich flieg gerade nach oben. Oben drauf, meinst du? Ja, oben drauf und dann in die Mitte. So, wo sind wir hier ganz oben? Y? 256. Also, das ist gerade so unter der Baugrenze. Lol. Der ist abgeschnitten, oder? Nee. Der ist doch. Schaut mal. Da fehlt, glaube ich, noch. Genau, da fehlt noch die Hälfte. Da fehlt noch das, wenn es wieder zugeht, sozusagen. Echt? Ja, das ist die Mitte des Baumes. Jetzt mal ehrlich, weil du bist genau bei Y255. Ja. Peter, du hast versagt. Da fehlt noch die Hälfte der Krone, die wieder zugeht. Oh nein! Ja, weiß ich nicht, wie genau das. Man müsste das nochmal im Singleplayer so auf Ebene 0 bauen und dann gucken, was da passiert. Aber wir können jetzt komfortabel labern. Seid ihr euch sicher? Weil, also, es könnte auch sein, dass das gerade so genau das Ende sein sollte, man oder? Aber so Pool genau. Reinbauen. Wollen wir hier oben eine neue Stadt drauf gründen? Hör auf mit deiner neuen Stadt, Alter. Baumhaus. Nee, ich glaube, das ist die Hälfte der Krone. Die also bei mir beginnt es jetzt hier oben auch ein bisschen an zu laggen. Ich weiß nicht, ob das an dem Lightning liegt. Ja, an deinem beschissenen PC. Ja. Zum Glück ist ja mein Treiber nicht abgeschmiert, ne? Alter, was? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich guck mal von oben an, das ist so riesig. Ich kann mich nicht bewegen. Letztes bei dir auch? Alter, meine gesamte Minimap ist einfach voll mit diesem Baum. Was ist das denn für ein The Monster Zeppelin. Und ihr wolltet den näher dran setzen, ne? Aber ich finde das okay, oder? Aber wir haben es ganz gut abgepasst, ne? Ja. Peter, wo hast du das Ding überhaupt gefunden? Ich glaube im Twilight Forest. Okay. Nee, den findet man random. Wir hatten auch schon mal so ein Mega-Ding eigentlich. Das war ja nicht der Sack. Hast dich nicht drüber informiert, setzt ihn vor dein Haus. Guck mal, was das für ein Baum ist. Das ist ziemlich hart. Kommst du rein, bist 5 Tage weg. So, und jetzt abbauen versuchen oder was? Ein Fundament noch bauen schnell, oder? Ja, hast du Screenshot gemacht. Ja, habe ich. Gut. Oder hat einer eine Lumber-Ex? Ja, aber die geht ja nur, bis sie sich destroyed, ne? Ja, stimmt. Die schafft das gar nicht von der Haltbarkeit. Ja, gut, der Baum steht. Nein, Herr Lumber-Ex ist nicht, bis sie sich destroyed, oder? Das mit dem, bis sie sich destroyed, das war bei diesem Timber-Mod, ja. Oder wie der heißt. Ihr wisst schon, ne? Hier drunten wird jetzt ein Land des Bösen und der Vernichtung ausbrechen, ne? Hier wird aber 24/7 was spawnen. Stimmt! Das ist die Todeszone. Aber den sieht man echt von Baloo's Pyramide, sieht man den, ey. Vor allem, wenn die anderen das nicht. Das wäre richtig witzig, kommt. Wenn es bei denen dann dadurch anfängt zu laggen. Das wäre so witzig. Oder wenn der Nodab reinkommt. Wenn man den Baum nicht sieht, dann geht das eigentlich voll. Dann leckt es nicht, solange man nicht den Baum anguckt. Von mir dann ist ganz komisch, wenn ich von unten gucke, nicht gut. Aber wenn ich von oben gucke, leckt es nicht. Hat so, einer Gehirne mit? Gehirne? Ja, ich habe Hunger. Was nee, ist ich hab Äpfel. Nein, das ist quasi so ein unnatürlicher Hunger, den ich nur mit Gehirn stillen kann. Ernsthaft? Ja. Baum. Woher hast du den? Daumencraft, ich darf nicht so viel böse Magie machen. Was ist bei diesem Baum eigentlich schiefgelaufen? Du wolltest zu viel Macht, Peter. Ja. Du wolltest zu viel. Oh so, Mann. Hat da irgendjemand Dirt dabei? Es leckt hart. Bei mir, ja, warte, ich hole ein bisschen Dirt. Es leckt bei mir hart, wenn ich von... unsere eisernen Dirt-Reserven. Habt ihr genug Dirt? Treiber gecrashed. Oh siehst nein. Du, bei Däum geht das richtig gut. Der kann jetzt hier nicht mehr langfliegen. Den müssen wir gleich mal rausteleportieren. Däum, mach mal ein Update. Ich habe gestern ein Treiber-Update gemacht. Ja, und Java-Updates halt sind wohl auch. Hatten wir da neue. Ich freue mich schon auf das Karten-Update auf der Internetseite. Screenshot 1. Stimmt! Und dann der nächste Screenshot 2. Ja! Du musst eigentlich gleich mal heute, wo die Folge kommt, machen. Oder wie oft machst du das gerade? Wie oft machst du das jetzt immer? Alter! Also alle 1 bis 2 Tage eigentlich. Ja, gut. Kian, wenn ich mich zu dem Baum umdrehe, steht das Spiel einfach. Ja, ist bei mir auch so. Nee, vor allem, wenn ich nach unten gucke, kein Ding. Wenn ich nach oben gucke. Mein Spiel steht. Woran liegt das? Muss irgendwie an dem Lightning liegen, ne? Ja, daran, dass das alles transparente Blöcke sind. Also halb transparent. Dass die ganzen Alpha-Maps ziehen übelst viel Leistung. Ja, stell da mal runter hier. Ja, ich flieg jetzt ja also ich, raus. Ich glaube, also wenn man auf Fast stellen würde, dürfte das gar keinen großen Unterschied zu machen. Das ist richtig krass. Das ist egal, ob Nacht oder Tag ist dann, ne?
Also, hey, auf Fast sieht das Ding jetzt überhaupt gar keine Leistung mehr. Was ist jetzt der große Plan mit dem Baum? Mit Fast kannst du da wunderbar auf den Baum laufen. Hä? Das ist Deko. Der bleibt da. Hä? Stell einfach auf Fast, dann hast du keine Probleme mehr mit dem Baum. Wo war der nochmal? Video-Settings Fast. Wie, bei dir leckt's auch? Bei deinem PC? Tatsächlich. Ja, wobei jetzt auch alles neu lädt, ne? Aber ich denke mal, weil das Lightning dann anders ist. Nein, nicht das Lightning. Das geht nur um Alpha. Ja, das zieht mehr Leistung als alles andere. Aber ich habe ein bisschen Dirt, wenn ihr noch wollt. Bebauen? Bewohnen? Wenn du... Also es wäre ein bisschen witzig, wenn du da mit so einer Lumber-Ex so einen Holzblock anschaust. Wenn du den Lag handeln kannst? Also bei mir lag's nicht. Also an sich spricht da nichts. Wahrscheinlich spielst du auf Fancy, ne? Wir können ja nochmal fragen, ob jemand anders das Ding haben will. Ansonsten können wir es ja verlosen. Verlosung. Aber hier hat sich schon einer reingebaut in der Seite, ne? Was ist denn da los? Nee, ich habe mich rausgebaut. Ich war ja im Baum. Der war doch im Baum drinne. So. Das Problem ist, der Baum verschwindet natürlich recht schnell aus deiner Videogrenze, aus der Chunkloading-Grenze. Ja, doch, wenn du ihn voller Größe raushaben willst. Ja, aber ich sag mal, vor unserem Haus sieht man den. Ist der überhaupt auf der Texturium-Map drauf? Weil da haben wir ja nur einen Ausschnitt, ne? Also ach so, Stück das bestimmt. Gar nicht. Doch. Doch, der ist auf jeden Fall drauf. Okay, jetzt dann bauen wir das Fundament. Hast du Aufgabe für den nächsten Livestream? Wie die Map jetzt aussieht. Oh, ne. Naja, aber so richtig siehst du ihn von uns zu Hause nicht mehr. Ja, aber man ahnt ihn. Ja. Man ahnt den Schrecken, der auf einen wartet. Der Baum der Bäume ist das. Mutterbaum. Ja, Mutterbaum! Das ist Gaia. Das wäre echt witzig gewesen, hätten wir ihn unter den Inseln gepflanzt. Die wäre einfach durchgegangen. Ist die Frage, also, wird das ersetzt oder hätte es sich drumrum quasi? Ich glaube, der schreddet. Der schreddet alles. Das ist jetzt, nee, das ist der andere Baum. Wir müssen es nochmal testen. Wir müssen es, glaube ich, nochmal testen, ja. Vor allem, ja, ich glaube, wir müssen es nochmal testen. Ja. Du baust dir so eine Rubberfarm, weißt du, und packst den Setzling da rein und gehst dann weg. Lala. Beziehungsweise Däum? Ja. Wenn du das nächste Mal Spiel startest, machst du vorher auf, also startest und stell auf Fast und komm dann auf den Server. Da passiert nämlich gar nichts. Mit Fast kannst du wunderbar. Also hoffentlich, bei Däum weiß man nie, ne, aber. Oh mein Gott, was ist jetzt ja los? Achso. Nee, aber das könnte sein, dass es dadurch besser funktioniert. So, ich mache bei uns zu Hause hier weiter, weil es jetzt ja nicht. Häkchen hilft das Fundament mitbauen. Das Fundament, Junge, warte. Ich hab kein Dirt mehr. Warte. Ich komme gerade angeflogen. Wir haben zu Hause nicht mal mehr. Vielleicht haben wir noch was in den Kisten hier. Und ich hol mal eben einen Zauberstab. Oh, hol mal deinen Zauberstab. Ah, ja. Dafür musst du nur kurz die Augen zumachen. Also, 3 Sticks haben wir noch zu Hause. Mach die Augen zu und die Hände auf. Ich hol einfach von Heiko, der hat 21.000. Ah, sehr gut. Ich hab hier noch ein bisschen Dirt runtergeworfen. Was macht man eigentlich mit einem Void Seed? Vielleicht kommt da ein riesiges Void. Ich möchte mit dem Ding nicht. Ich mach mal Rechtsklick irgendwo hin. Genau, weg ist der Baum. Was kann man damit machen? Zack, ist der Baum eingesaugt. Void Seed. Taumcraft. Aber es wird nicht erklärt, was man damit machen kann. Man kann damit nichts machen. Building an der Mist hat er nicht. Schade. Dirt. Okay, warte, ich würde sagen, wir bauen den Baum noch mal eben aus. So ein bisschen. Wir können noch einen drauf pflanzen oben. Noch einen? Nee, das ist Baugrenze. Ich sag dir, war Baugrenze. Also, es könnte sein, dass es so in etwa gepasst hat, aber es könnte sein, dass da noch einiges gekommen wäre. Ich probier dann Hammer aus. Das ist die spannende Frage. Ich wette, da fehlt das Wichtigste überhaupt noch, weil das ist ja schon komisch, was oben in der Mitte ist. Eigentlich müsste man jetzt in den Baum einziehen, finde ich. Eigentlich. Aber alle, ne? Jeder wohnt in der Ecke. Genau, und jeder in einer Etage und haben wir so einen Family-Baum. Dann haben wir den YouTuber-Baum. Lol! Und dann ziehen immer mehr zu uns in den Kanal gepusht haben wollen. Ach ne, warte, da war ja gar nicht der Baum. So. Ach, nicht der Baum, nee. Ja, ich komm rübergeflogen. Wie der Baum erst auf der Karte zu sehen ist und dann irgendwann der Stamm. Ja, ich freue mich auf den Screen einfach. Also auf die Karte im Internet. Ist bestimmt den Screeny Weeny. Ja, wer dann heute Abend drin eigentlich? Diese Map. Spoiler! Spoiler! Boah, eigentlich müssen wir den gesamten Berg bis zum Boden durchziehen. Hätten wir den Baum mal woanders hingesetzt, ey. Ja. Schön in die Mitte der Stadt, dann hätten wir alle was davon. Dann wäre es ewige Dunkelheit in der Stadt. Über ein Portal. Das hätte aber auch was. Dann könnten wir überall Fackeln in der Stadt verteilen. Das hätte irgendwie auch so eine heimliche Stimmung.
Und in der Stadt spawnt nichts, ne? Da ist eine Magnum-Torch. Oder wir hätten ihn über den Spawn bauen müssen, dann sagen, also den Teleport-Dingens und dann den Teleport-Dingens in den Baum rein verlegen. So, ich will es mir überhaupt nicht, also einfach auf feststellen. Ja, in den Video-Settings, genau. Dann klappt das wunderbar. Und Smooth Lightning ist egal, oder? Ist egal, einfach nur auf fast, damit die Alpha droppen. Keine, genau. So, ich was? Multiplayer, je der Server. Je ne Server, le Server, John Delar, le Server. Da ist er wieder. Da ist er. Und? Mal ein Update, Kollege. Na, kommst du raus aus der Trümmerzone? Chill. Boah, ne, ist aber viel zu dick. Sag mal, verlieren die... Ja, aber wir stecken jetzt hier nach links ab. Ja. Verlieren die Quallen hier Inksex eigentlich? Oder warum liegen hier andauernd welche? Das ist, wenn die sterben. Nee, ja. Weiß ich, aber vielleicht tun die das auch irgendwie hier einfach so. Ey, was für ein... Vor allem Quallen, Rubberwood. Ja. Alter, wenn du diesen Baum erntest und das ganze Rubber daraus holst, dann hast du mehr Rubber als ein... Als Chuck Norris. Als Chuck Norris. Hey, als ob... als warum? Ich glaube nicht, dass der Baum irgendwie abgeschnitten ist. Das sieht ziemlich natürlich aus. All natural. Ja, aber es ist halt perfekt auf der Höhe. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch. Nee, dann... Ich glaube auch, dass es abgeschnitten ist. So, warte mal. Jetzt habe ich gleich kein Dirt mehr. Da hat er keinen. Alter, was ist denn das für ein Krater in der Mitte? Was ist das für ein Bäumchen, das da rauswächst? Das ist wie bei einer Blume. Die hat da auch den Stempel. Den Baumstempel. Und der ist da am Lucken. Am Lucken sein tun. Und ich habe extra diesen Blumentopf gebaut. Der steht noch. Der Blumentopf, ja, ist noch da. Ist alles gut. Der ist begraben. Ich sehe das ja jetzt ist auf der Map. Alter, wie so gut ist, wenn die nicht da in der Stadt dran waren, ne? Ja. You say it. Oh, wäre schon irgendwie sexy gewesen. Wie gesagt, dann hätten wir so eine Unterweltstadt dann hinterher. Ey, guck mal, irgendwie angeblich ist Dalukat direkt vor mir. Aber ich sehe nicht, ist er vielleicht unterhalb des Baumes? Was ich bin unterhalb. Man weiß es nicht. Der zieht schon ein, der hat schon Better stehen. Alles ist dabei. Aber hier nicht einen auf Mietnomaden machen, ne? Ey, man kann ja auch in dieses Blätterwerk so rein und... Ja, oh, Mann. Kannst du viel Spaß mit haben mit dem Ding. Oh Gott, das ist ein tolles Kunstwerk, ja, wirklich. Ein super Baum. Aber ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Wir machen den Dirt von anders. Genau, aber Alter, dieser Baum ist krass. Das war eine Folge wert. Das war auf jeden Fall eine Folge wert. Nicht so wie der Twilight Forest, wo man die ganze Zeit abgeschmiert ist, Alter. Der erste Baum, den fand ich aber schöner. Alter, das ist einfach so krass, jetzt ist alles dunkel. Und so riesig einfach. Aber gut, ich würde sagen, guck bei den Pokis vorbei, beim Dalukat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.